Wow. Also wenn man aufpasst, da gehen die einigermaßen... Oh nö. Du bist nervig, geh sterben. Mann. Ja, ich könnte jetzt zurückgehen, mich heilen und so. Oder ich nehme einfach den Save Point da. Safe. Und sehe Skelettritter. Autsch. Und lass mich von denen töten. Gut. Okay, das Stun hat manchmal seine Vorteile. Nur eine 10% Chance ist ziemlich gering. Okay, ich denke mal, bevor ich da weitergehe, gucke ich mich doch mal da im Todeskorridor um. Jetzt, wo ich ja eh voll geheilt bin und alles. Da unten wäre nämlich zum Beispiel jenseits dieser... Achso, zwei Blöcke. Wäre ein Live-Upgrade auf Stacheln. So, weg mit dir, du nervst nur. Noch eine Vendor-Coin, damit sind wir jetzt schon bei 33 oder so. Hier geht's nirgends durch. Hier kann man auch nirgends die Wände einschlagen. Okay, hier gehe ich mal einfach außen rum. Wow. Hoffe, dass ich nirgends von nirgends getroffen werde von dem blöden Eismeister. So. So, und zieh mich einfach mal in eine Ecke zurück. Und verklopp alles, was mir entgegenkommt. So, weg mit dem Mana-Entziehungsding. Wow, jetzt habe ich wieder kein Mana mehr. So. Es ist da nur noch eine Mumie im Weg. Und ihr Spawner. Wow, das ist mies. So. Wow. Ja, explodier ruhig. Wow, nein, doch nicht so. Hör auf, so abzugehen. So, dankeschön. Naja. Aber gut, ich kann da unten lang gehen jetzt. Erstmal noch das Zeug holen. Und dann hier unten entlang. Ah ne, da kann ich gar nicht lang, weil da das Tor im Weg ist. Das kann ich von der anderen Seite öffnen, dann hätte ich eine Abkürzung, okay. Okay. Auch nicht schlimm. Wie ich da halt durchkommen würde, wüsste ich gerne. Vielleicht durch das Ding da. So, dadurch. Mana verbrauchen für Heilung. So. Das heißt, ich kann dann wieder zu dem Save Point. Und dann wird's lustig, hä? So, du stirbst erstmal. Da ist schon mal wieder ein Ding, was ich aktivieren muss.
Wow, Mana. Ich könnte erstmal hier durchgehen. Ein Silberschlüssel hätte ich ja. Aber ich bin eher neugierig, was hier hinter ist. So. Ah, da ist Feuer. Heilen wir mal gegen das Feuer gegen. So, okay. Da ist nichts. Da ist Feuer. Da ist Feuer. Da ist Feuer. Da wäre nichts. Da ist auch nichts. Da ist Feuer. Da ist Feuer. Da ist wieder nichts. Da ist Feuer. Da ist Feuer. So, erstmal die wegkriegen. Genau, hier wäre nämlich nochmal eine Silberwand. Ich glaube, die öffne ich sogar als erstes. Wow, okay. Ein Haufen Gemumie. Ah, Mana Entzugsstatue, böse. Okay. Wow, weg mit dem Banner. Ah, weg mit mir. Genau, Heilung, Heilung, Heilung. So, gut. Oh, da war ein Heilapfel mit dabei. Sehr schön. Da sind übrigens nochmal drei Heiläpfel. So. Okay. Speichern, Äpfel einsacken. Noch mehr Mumien anziehen. So, und jetzt Combo Boost einschalten. Und einfach mal so lange etwas töten, bis ich etwas geheilt bin. So. Spawner wegmachen, sonst bringt das alles ja nichts. Wow, vor allem wenn hinter mir was spawnt, was mich umbringt. Puh. Wow, ein Leben. 13 hätte ich jetzt mittlerweile schon verschwendet. Wow. Wow, Mana weg, nicht gut. Weg mit dem Eismeister. Weg mit der mit dem Entmana-Banner. So. Autsch. Okay. Das hat mich jetzt gerade getötet, weil ich unvorsichtig war. Oh, ich habe da aus Versehen schon einen Spiegel platziert. Gut, dann kann ich ja hier drüben auch gleich einen platzieren. Ich muss diese blöde Geschossstatue wieder wegkriegen. Wow. Wow. Hier hinter bin ich mal geschützt kurzzeitig. So, weg ist sie. Also die Dinger sind mal richtig übel, ey. Am schlimmsten sind natürlich die Eisdinger, wenn sie wenn sie verlangsamen. Aber die sind auch nicht vom Pappe. Die Mana-Entzugsdinger. Und du stirb endlich. Weg mit dem Eismagier. Der droppt Mana ins Banner. Gold Key. Sehr schön. Okay. So, ziehen wir mal wieder ein paar von denen zusammen. Dass ich
mein Combo Boost aktivieren kann. So. Achso, ja, du bist so ein nerviges, starkes Vieh. Weg mit dem Mana-Entzug. Und jetzt muss ich langsam rückwärts gehen. Ja, hier kann ich so wieder mal so eine Sequence machen. Ich habe so das Gefühl, die Sequence ist der Teleporter da am Anfang. Mal sehen, wo der mich hinführt. Gibt es hier sonst noch was? Mal gucken, mal die Wände ein bisschen abchecken. Also da unten habe ich noch Gold zurückgelassen. Und ich glaube, da oben ist ein Spiegel, den ich brauche. Nee, Mana-Kugel, eine große. Okay, hier mache ich nur das hier auf. Achso, hier mache ich den Durchgang auf, okay. Hier komme ich nicht durch, ohne durchzulasern. Und diese Sequenz zu öffnen. Also muss ich da oben mal noch ein paar Minuten nachgucken gehen. Wow, Mana-Entzug. Was zur Hölle war das gerade? Eben. Na kommt. Wow. Oh, das ist jetzt böse. Ups. Gut, bei wie vielen Toren bin ich? 15 mittlerweile. Mhm. Da drüben ist ein One-Up. Au. Okay. So, eingesammelt. Au. Ah, nö. Ach so. Das sind so komische Speere in dem Bodenrahmen. Ah, da bin ich leichtes Ziel. Erstmal schnell hier rumlaufen, die beiden Spawner loswerden. Und dann das Ding loswerden. Okay, das schießt schon wieder zu doll auf mich. Puh. Boah, ich hab's doch noch tot gekriegt. Mein anderes Problem wiederum jetzt ist, ich hier oben könnte ich durch. Ich könnte mich da durchschlagen. Ich schlage mich jetzt mal da unten durch und zu dem Safe Point. So. Oh. Hey Jungs. Bisschen Heilung, das ist gut. So, schnell die Spawner wegmachen. Oder versuchen sie wegzumachen. So, während mir Viehzeug entgegengeworfen wird. So. Wow, jetzt sind die wenigstens weg. Da komme ich nicht lang. Okay, ich habe meine Überlebenschancen gerade ein geringes bisschen erhöht. Gut, okay. Ich würde mal sagen, ich speichere jetzt hier mal.
an dieser Stelle. Und da mache ich erstmal einen Cut. Wir sind ja gut vorangekommen bis jetzt. Also, bis gleich.